Hass von oben. Der Diskurs. Die Frage ist nicht nur, von wem der Hass ausgeht, sondern auch gegen wen er sich richtet. Für die Legitimation von Schmähkritik wurden auch im bürgerlichen Diskurs schon immer Werturteile herangezogen. Wer sich öffentlich daneben benimmt, dem wird abverlangt, auch mehr an Spott, Satire, Schmähung einstecken zu können. Regierungschefs zum Beispiel sollten mehr abkönnen, weil sie mehr Macht besitzen als der Durchschnittsbürger. Die Legitimität des Beleidigens wird stärker proportional zur Mächtigkeit oder Amoral des Beleidigten. Der Liberalismus selbst setzt den Maßstab, dass wer oben steht, mehr abkönnen müssen soll als die unten. Das groß angelegte, aber völlig erfolglose Quatschprojekt deutscher Kleinhumoristen namens Satire baut auf diesem Grundsatz auf und wäre ohne ihn gar nicht denkbar. Das ist die Ethik des Nach-oben-Tretens. Nur ist nicht immer sofort auszumachen, wer von all den in Konkurrenz zueinander geworfenen Knechten gerade höher steht. Was der sich selbst zum Satiriker ernennende geschickt zu nutzen weiß, wenn er nach unten treten will. Schließlich darf, wer sich selbst nur weit genug unten dünkt, gegen jeden schießen, weil alle anderen höher zu stehen scheinen. Der doppelte Maßstab zeigt sich vor allem beim Umgang mit Satire. Mit einem Male waren die Progressiven, Linken, Liberalen und Journalisten, die sich sonst sehr über den sogenannten Netzhass empören, plötzlich solidarisch mit dem Anti-Erdogan-Gedicht des öffentlich-rechtlichen abgesegneten Haters Jan Böhmermann. Diesen Moraldienstleistern ist offenbar unmöglich, einfach rechte Politiker oder Terroristen abzulehnen, ohne sich kurzerhand mit reaktionärem Geblödel zu solidarisieren. Womit man es hier zu tun hat, ist der fließende Übergang von legitimer Satire und Ähnlichem wie Ironie, schwarzem Humor oder Sarkasmus, auf die sich als Ausrede stets berufen kann, wer von den Medienmonopolen bereits legitimiert ist, und andererseits den überwiegenden Fällen des sogenannten Netzhasses, die zwar inhaltlich keine Unterschiede zur Satire aufweisen, aber eben nicht von großzügig beleumundeten Kabarettisten oder Journalisten, sondern von irgendwelchen ohnmächtigen, nicht anerkannten, außerhalb des Betriebs geäußert werden und deshalb als bedenkliche Trollerei, Beleidigung, Pöbelei und kriminell hingestellt werden. Doch auch die Satiriker greifen bekanntermaßen reale Personen direkt und persönlich an, während wiederum der Gutteil dessen, was in den sozialen Medien gepostet und unter Hass gehandelt wird, gegen keine Gesetze verstößt. Die Grauzone zwischen beiden, das Grenzgebiet zwischen einerseits legitimem, weil unernst oder ironisch, künstlerisch anmutendem und andererseits ernstem, höchst bedrohlich scheinendem, abertausende Diskussionsrunden nach sich ziehendem Trollhass, ist hier das Relevante. Troll, das ist einfach ein anderer Ausdruck für nicht gebilligter Satiriker. Einerseits gelten Satire und Hass als zwei verschiedene Sachen, andererseits sind sie dasselbe. Es liegt immer an formellen, nicht inhaltlichen Zusammenhängen, in dem etwas stattfindet, ob es als Hass oder Satire erscheint. Es ist dann aber der Inhalt, der beäugt wird, obwohl lediglich der formale Rahmen unpassend ist. Es ist der Inhalt, der skandalisiert wird, obwohl der Skandal bereits darin besteht, dass ein und derselbe Inhalt je nach Äußerndem mal als ehrenwert gelobt, mal als Hassverbrechen verdammt wird. Es ist, kurz gesagt, der Unterschied zwischen Hofnarren, die staatstragenden Dienst absolvieren, und fahrendem Gesindel, das gehalten ist, seine Narreteien außerhalb des Hofs ans Publikum zu bringen.